Hallo zusammen. Schauen wir uns ein weiteres Anwendungsbeispiel zum Thema Rechnen mit Brüchen an. Eine Textaufgabe. Ein Gehsteig ist 7 3/4 Kilometer lang. Im vergangenen Monat wurden 2 4/5 Kilometer gepflastert. Für das laufende Monat sind 3,5 Kilometer geplant. Und wir wollen ausrechnen, wie viel Kilometer oder Meter danach noch übrig sind, die gepflastert werden müssen. Okay? Aus dem Text müssen wir einmal eine Ansatzzeile entwickeln. Das ist gar nicht so schwer. Wir gehen ja davon aus, wir haben insgesamt 7 3/4 Kilometer Gehsteig. Und wir haben zwei Teilabschnitte schon gepflastert, diesen hier und diesen hier. Also muss ich nur von der Gesamtlänge die Summe dieser beiden abziehen. Das heißt, ich ziehe ab minus und bilde hier die Summe der beiden Teilabschnitte. 2 4 Fünftel plus, und jetzt kann ich nicht 3,5 schreiben, wenn wir überall Brüche haben. Jetzt muss ich 3,5 Kilometer umwandeln in einen Bruch. Das sind 3,5 Kilometer. Ja? 3 Kilometer und ein halber Kilometer noch dazu. 3,5 Kilometer. Okay, wichtig ist, dass du eine Klammer gemacht hast, dass du hier drin ein Plus hast. Du rechnest dir beide Teilabschnitte aus und subtrahierst das von der Gesamtlänge des Gehsteigs. Das heißt, wenn ich das auch so berechne, kümmere ich mich als erstes um die Klammer. Man könnte auch die Klammer auflösen, dann müsste man hier drinnen ein Minus schreiben. Das wäre eine andere Möglichkeit. Wer das so rechnen möchte, kann das natürlich anders auch rechnen. Ich rechne es einmal so vor. Wir lassen die 7 3/4 einmal unverändert. Minus Klammer auf, haben in der Klammer eine Addition zu rechnen, brauchen somit einen gemeinsamen Nenner von Fünftel und Halbe. Der gemeinsame Nenner ist Zehntel. 2 und irgendetwas Zehntel. Immer die Frage, 5 musste ich mit 2 multiplizieren, um 10 zu erhalten. Somit habe ich auch 4 mit 2 multipliziert, also 8 Zehntel. Plus 3. Auch hier Zehntel, ich musste mit 5 multiplizieren, um 10 zu erhalten. Also muss ich oben 1 mal 5 rechnen. 5 Zehntel. Okay? Jetzt kann ich die Klammer ausrechnen. Vorne, das lasse ich wieder unverändert im Moment noch. Minus, lasse die Klammer weg und addiere, zähle zusammen. Separat. Die Zahlen und die Brüche. Also 5 und 13 Zehntel. Weil ich 5 plus 8 gerechnet habe, das ergibt 13 und Zehntel bleibt natürlich stehen. Okay? Jetzt kann ich gleich auf einen gemeinsamen Nenner bringen, wenn ich möchte, oder ich erkenne zuerst, dass ich hier noch umwandeln kann. 13 Zehntel, da kann ich ein Ganzes noch herausnehmen, dass die Zahlen nicht so groß sind. Diesen Schritt muss man aber nicht unbedingt machen, kann man aber, wenn man darauf bedacht ist, mit kleinen Zahlen zu rechnen. 13 Zehntel, ich schreibe es euch separat noch einmal hier herüben auf. 13 Zehntel ist das gleiche wie 10
Zehntel plus 3 Zehntel. Okay? Und 10 Zehntel ist natürlich dann ein Ganzes. Ein Ganzes muss ich zu 5 dazu zählen, also habe ich dann 6 Ganze und mir bleiben 3 Zehntel noch über. Wie gesagt, muss man nicht machen, kann man machen, okay? Jetzt brauche ich einen gemeinsamen Nenner, Viertel und Zehntel. Ich gehe von Zehntel aus, 4 passt aber in 10 nicht hinein, muss ich das Doppelte von 10 nehmen, das ist 20. Und 20 geht, weil 4 in 20 dann hineinpasst. Also ist mein gemeinsamer Nenner 20stel. Die Frage, mit was musste ich 4 multiplizieren, um 20 zu erhalten? Mit 5. 4 mal 5 ist 20. 3 mal 5 ergibt 15. Minus 6 und auch wieder hier 20stel. Ich musste mit 2 multiplizieren, also erhalte ich oben 6. 3 mal 2. Okay? Und jetzt kann ich es wunderbar voneinander subtrahieren. Ich schreibe hier herüben weiter. Wir rechnen 7 minus 6, das ergibt 1. Und wir rechnen 15 minus 6, das ergibt 9 und 20 bleibt. Also ein 29stel Kilometer. Das wäre an und für sich das Ergebnis, ist aber nicht sehr anschaulich. Das ist ein Kilometer und dann noch etwas dazu, wie viel, wissen wir jetzt nicht genau, interessant wäre, wie viel Meter es genau sind. Das kann man sich so ausrechnen. Wir wissen, ein ganzer Kilometer hat 1000 Meter. Okay? Und dann berechne ich mir ganz einfach von den 1000 Meter, von dem einen Kilometer, ein 20stel. Das geht relativ leicht. Ich dividiere durch 20 und erhalte 50 Meter. Und 50 Meter ist somit ein 20stel von einem ganzen Kilometer. Ein ganzer Kilometer auf Meter umgewandelt, durch 20 dividiert, dann habe ich den 20sten Teil. Das sind 50 Meter, ein 20stel. 50 Meter sind ein 20stel. Ich habe aber nicht ein 20stel, sondern ich habe 9 20stel. Also muss ich 50 Meter, das eine 20stel, mal 9 rechnen, weil ich ja 9 20stel habe. Und das sind 450 Meter. Daraus folgt, anschaulicher wäre vom Ergebnis ein Kilometer und 450 Meter müssen noch gepflastert werden. Wie gesagt, ist beides richtig. Es stimmt auch ein 29stel Kilometer, aber das ist wesentlich anschaulicher geschrieben. Den Vorgang bitte noch einmal überlegen, wie ich hier hinkomme. Okay? Alles klar?